So, Leute, und herzlich willkommen wieder zurück zu Tales of Exilia mit Part 85 und einer meiner längsten Projekte, kann ich euch jetzt schon sagen. Also das steht schon mal ganz klar fest, weil dieses Spiel läuft richtig lange. Liegt auch daran, weil die nicht so viel Kapazität für ihn halt gerade kriegen, sondern auf eine langgiebige Story. Und die ist bestimmt einer der längsten, oder? Ich weiß das jetzt gar nicht. Aber schon krass, also was man alles in einem Blu-ray für ein langes Tales aufmachen kann, ist schon Wahnsinn. Ich glaube nicht, dass Vesperia so lang wird, weil, ich weiß nicht, weil auf der Xbox 360, ist ja eigentlich nur Double Layer und kein Blu-ray. Ich glaube nicht, dass es allzu lange sein wird. Oder die haben da ein bisschen rumgetrickst. Ja gut, wenn man nicht so viel auf Grafik legt, ist ja ganz klar, kann das Spiel auch schon so lang werden, wie hier. Wow. Sind wir in dieser Festung. Und hier ging das ja wohl ab, wie es aussieht. Where is everyone? Das sieht auf jeden Fall aus wie so eine Schnittstelle einer Klinge oder so. Also bei diesem einen Container gerade. A Spyrex casing. Mhm. This looks like a storage space for Spyrexes, but the contents are destroyed. Did Gaius do this? Das sieht danach aus. Er hat auch so eine dynamische Klinge da. Whoever it was leveled the larger facilities and warehouses, but left the other buildings intact. In other words, their goal is not an invasion or to wipe out the military. Mila, we should hurry and look for Balin. Right. Spyrex-Hülle haben wir erlangt. Gucken wir mal in die Festung hinein. Heliobörg-Festung. Geschäftstrakt. Durchgang. Okay. Wow. I can't believe this. Und hier scheinen diese komischen Maschinen hier wieder zu sein. Aber noch viel krasser. Hey, chill mal, euer Lieben. Yeah, wir steigen wieder alle wieder auf. Die nicht schon stark genug sind. Wow. Ihr seid so derbe mit euren Aufsteigen. Wir hören gar nicht mehr auf hier. Huh? It's like a city in and of itself. I haven't fought in a very long time. I guess no one wants some old geezer channeling spirits for them. Aber hier sind noch einige Menschen, die sind nicht alle geflüchtet. Hier in der Bibliothek sind ja noch einige. Aber wir plündern einfach mal alles hier so. Das fällt ja nicht auf. Nein. Nehmen alles hier mit. Und tschüss, Leute. Viel Spaß noch mit Büchern weiterlesen. Are you okay? Thank you. I think I'll be okay now. This place seems deserted. Do you know where everyone went? Some people got out early. I don't know about the rest. It was pretty chaotic. Did you see the attackers? The soldiers hit us like a wave. They were led by some guy with a giant sword and a flying woman. Well, that settles it. That it does. They told us they'd destroy every last Spyrex, then they ordered us to retreat. Sounds like something he'd say. Wait, he can't be.
Gaius must be planning to eliminate every Spyrex in the entire world. Just to stop the Otherworld Reactor plan? Isn't that a bit extreme? No, it's a sound plan. Olympias' situation won't change as long as it has access to Spyrex. Even if the current plan is halted, someone else will eventually come up with something similar. By eliminating Spyrex, Gaius is going right to the heart of the two-world problem. Sounds like a lot of work. But if Gaius is anything, he's determined. Damn it. That puts Baelin in danger. Excuse me. Do you know anything about someone named Baelin? He's a Spyrex engineer. You might find him over in the Spyrite Research Wing. What? Officially, it's called the Military Research Wing, but I wouldn't get your hopes up. Those freaks are probably still wreaking havoc over there. I'm sure he's okay. Don't worry about me. You just worry about Gaius. Yeah, but still... You already have enough on your plate. Your job is to keep moving forward, remember? Right. We don't have time to worry right now. The sappy stuff will have to wait. All right, thanks. So where's this military research wing anyway? Just ahead. If it's still standing. Be careful. You too. You sure you're gonna be okay? Save it, I'm fine. So, weiter geht's. Dann machen wir uns mal auf. Aber schon krass, was Gaius nun vorhat. Finish them off. Yeah, here. Yeah, no. We have no equals. All right. Yeah. Sie will immer so ähnlich sein wie Milja. Sektor 2. Und die nächsten Feinde hier. Wow. Das schaffen wir. Aber man kriegt hier schon richtig viel Erfahrungspunkte auf jeden Fall. Schon eine Menge. Sektor 4. Oh, jetzt kommen hier diese Panzer. Wow! Die wir ja immer auf diesem Luftschiff hatten. Die sind super Kanonen. Wie sie wieder alle aufsteigen, das ist Wahnsinn. Gucken wir mal hier. So. Da dürfen wir überall nicht rein, okay. Da wollen wir uns jetzt Fahrstuhl uns einige Etagen verbieten. Na gut.
What happened? Sorry. Hey. Boah, miese Attacke. Nice one. We have. Oh, eine Truhe. Spezial plus. Was man hier immer alles so findet, ne? Don't mess with me. How unfortunate. Right on point. No, savage roar. I do not have time to waste. Die haben sowas von keine Chance gegen uns. Wir machen die richtig platt. Das ist so unnormal, wenn sie diese vier Geister hat, dann ist es so Hammer. Aber das habe ich ja schon so oft gesagt. So, okay. Ich denke mal, jetzt müssen wir da hoch. Wir laufen irgendwie ein bisschen um den Kreis herum. Ich weiß es gar nicht, ob das jetzt der richtige Weg da oben sein soll. Probieren geht über Studieren. Schauen wir einfach mal. Immer die ganzen Blecheimer hier erledigen. Wir müssen einsehen, dass sie keine Chance gegen uns haben. Ich setze hier nichts ein. You picked the wrong fight. Yes. All right. Just keeps getting. Ah, die hören nicht mehr auf, so aufzusteigen, das ist Wahnsinn. Immer mehr Power, immer mehr Power. Oh, das sieht danach aus, als wir jetzt wohl da richtig sind. So, Lilienkugel. Dann wieder mal verbessern. So. TP. TP, 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 TP. Mal Geschicklichkeit. Jetzt haben die wieder irgendwie 3 bekommen. Also sonst haben die manchmal mal 4 oder auch gar 5. 5 ist eigentlich sehr selten, aber hatten wir auch schon mal gehabt. Ist auch schon auf jeden Fall eine Menge, wenn man schon so 5 hat. Oh yeah, 6. Ich glaube, weil wir einmal nicht jetzt ihn verbessert haben. Ist ja auch krass, wenn man jetzt erstmal darauf verzichtet, die zu verbessern und die sammeln immer mehr diese WP-Punkte ein. Dann, ja, können die ziemlich schon viel wieder erlernen. Achtung! Was? Warum? Um Achtung! Sonst ein Fail in diesem Spiel, wenn er jetzt meint, dass er irgendwie Hinterhalt wäre, nur weil wir vorne frontal zugegangen sind. Ich hätte es ja verstanden, wenn er hinter uns gewesen wäre, aber ja, gut. Boah, wie viele Erfahrungspunkte, ne? Das ist Wahnsinn, ey. Ich glaube, so viel haben wir mal vom ersten Boss gekriegt oder vom zweiten. Ne, vom ersten bestimmt nicht. Vom zweiten oder dritten Boss von früher. Da hat man auf jeden Fall so viel bekommen. Wir müssen zum Forschungsflügel. Lol. Was ist denn da unten? Ist da vielleicht das Forschungsflügel? Nein. Ist es nicht. Wir irren jetzt hier in dieser Festung hier rum, weil es wieder so eine große Dungeon ist. Vielleicht waren wir doch da richtig, wo wir vorhin waren. Man weiß es nicht. Gehen einfach da mal rein und gucken, weil da können wir jetzt nicht hoch da oben. Also wir müssen jetzt hier noch mal gucken. Neunte Etage?
Ziemlich hoch, ne? Aber vielleicht sind wir ja richtig. Au. Diese blöden Viecher, ne? Immer diese Hightech-Viecher. My blade won't falter. Da nicht. Oh, wir scheinen doch richtig zu sein jetzt. We'll never find Balin or Gaius at this rate. Let's look somewhere else. Hold on. What is it? Gucken wir. This confirms it. They created a spyrite with the information Exodus gave them. Something called Volt. Interesting. So Gilland really was trying to save Olympias with spyrites. What? According to this, that spyrite thing was powered about a half an hour ago. That sounds like it was one of the reasons for the chaos that transpired here. Where'd it go? I don't know exactly, but it looks like it climbed to one of the floors above us. What do you think? It might be worth checking out. Why do you say that? I don't have any proof, but I think Gaius might have activated it. If he did, we should find him nearby. But what would be his motive for using Spyrite? I have the same question. I think it's important we get in contact with him. Jude, it's not that I don't want to meet him. But if Gaius is dead set on destroying all Spyrixes, I doubt he'll listen to anything we have to say. We'll cross that bridge when we get to it. If that's his plan, then I'll just have to stop it. You say that now, but we all know how much you respect him. Just as you respect Mila. Please, Rowan. There's no need for this. You sure you won't back down in front of your hero, kid? Hey! Jude doesn't need a lecture from you. Yeah! Who died and made you head honcho? It's okay. I do respect Gaius, but it doesn't mean I have to follow his path. I can create my own. Otherwise, I'll never make my own decisions. I won't grow up to be who I want to be. Well said. Schön gesagt. Eins habe ich gerade doppelt hochgeladen, lol. Naja, kann auch mal vorkommen, dass man doppelt hochlädt, dass man da manchmal die Übersicht verliert. Bei den Hochlader. Hä? Was passiert jetzt? Hey, who turned out the lights? Es ist auf Notstrom eingestellt. The base's power went out. Let's proceed with caution. Notstrom. Wo kommen wir eigentlich jetzt weiter? Wow! Kampfverbündeter! Was? Und das Aufsteigen geht weiter und hört niemals auf. Wir werden jetzt nach oben gehen. Wir müssen uns also immer weiter nach oben durchkämpfen. Und da soll ein neuer Spyrix sein. Volt. Habe ich auch schon bei einem anderen LPR gesehen. Soll ganz schnell abgehen, dieser Volt. Wow. Mila ist wieder aufgestiegen. Oh mein Gott.